ich verstehe einfach nicht, warum es Leute gibt, die sich die Zeit nehmen, sich hinzusetzen, um proaktiv dir zu sagen, wie scheiße sie dich finden. Ich habe im Musikvideo von Kontra K mitgespielt. Woran hat es ihr liegen? Woran hat es ihr liegen? Ja, das fragt man sich danach immer, woran es ihr liegen hat. Moin Emilio. Moin. Hi. Herzlich willkommen zum Songtindern. Merci, vielen Dank. Normalerweise brauche ich diese Frage nicht stellen, weil ich weiß, dass die Leute bei uns auf dem Sofa sitzen. Jetzt ist die Frage eigentlich ganz spannend. Was würdest du jetzt sonst in deiner Wohnung machen, wo du wahrscheinlich gerade sitzt? Jetzt sonst? Ja. Meinst du, wenn wir jetzt gerade nicht chatten würden? Genau. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich joggen gehen. Okay, dann wenn du willst, können wir das parallel machen, aber ich glaube, so ist es für dich angenehmer, oder? Das wird, glaube ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wird ein bisschen stressig. Okay, ich verstehe. An der Stelle, wie immer noch, die Frage, inwieweit ist Tinder-Erfahrung vorhanden, Prinzip-Erfahrung vorhanden? Auf jeden Fall vorhanden. Doch, auf jeden Fall. Das Problem ist, willst du die Wahrheit wissen, ich wurde am Anfang immer rausgekriegt, weil ich wahrscheinlich von allen Leuten als Fake-Account gemeldet wurde. Und dann hat es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ich fand Tindern aus Langeweile einfach total interessant. Ist aber auf jeden Fall Prinzip-Erfahrung vorhanden. Ich erkläre es trotzdem für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Ich spiele dir ein paar Songs vor. Wenn du sie magst, dann bitte ich dich, schön das grüne Herz anzusteuern. Und wenn sie aus irgendeinem Grund rausfallen, dann ist das rote X für dich da. Alright. Gut. Dann lass uns mit deinem ersten Song loslegen. Und der kommt hier. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. Ein beherztes grünes Herz. Da muss ein grünes Herz. Du musst es nicht lange überlegen. Shawn Mendes. Bitches ist das, oder? Ja, ist richtig. Nee, Treat You Better. Bitches. Treat You Better. Treat You Better, genau. Treat You Better. Was ich immer an Künstlern mag, ist, wenn man einfach raushören kann, wer es ist und wenn sie einfach eine eigene Stimme haben. Was ich bei ihm einfach sehr schätze oder sehr mag, dadurch, dass ich ja ursprünglich auch als Musiker von den Instrumenten komme, dass er halt einfach ein 1A-Gitarrist ist und auch ein sehr, sehr guter Sänger ist. Die Musikrichtung jetzt mal so dahingestellt, aber ich feiere den Dude. Mhm. Ich habe witzigerweise gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob er das irgendwo mal gesagt hat, aber wahrscheinlich hat er auch ein paar mehr Berufswünsche. Wenn er nicht Musiker geworden wäre, wäre er tatsächlich eventuell in das Schauspiel, in die Schauspielrichtung gegangen. Ach was, echt? Ja, also bestimmt haben das viele mal gedacht, dass sie mal Schauspieler oder Musiker werden möchten, aber kann man sich bei ihm ja theoretisch auch ganz gut vorstellen. Bei dir war das jetzt so, was den ersten Beruf angeht, in dem Sinne andersrum. Aber ich glaube, du magst diese Bezeichnung, das ist ein schauspielender Musiker oder eine musizierende Schauspielerin sowieso nicht so gerne. Also, dass man das jetzt in irgendwie zwei Bereiche aufteilt, oder? Ich finde es einfach, nee, mag ich nicht. Nein, ich mag es nicht. Ich mag halt dieses Denken nicht von, du bist das und dann musst du auch das sein und kannst nichts anderes sein. Und das ist dann deine Hauptbezeichnung. Weil das ist einfach ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und wenn es Musik ist, ist es Musik. Wenn es Film ist, ist es Film. Und wenn ich morgen Tischler werden will, dann mache ich morgen richtig geile Möbel. Das ist so mein Motto. Dein Motto. Hattest du mal so einen Ansatz, dass du gesagt hast, morgen will ich, Tischler werden, aber dass du mal so ein Ding hattest, jetzt will ich doch noch mal was ganz anderes machen? Ich hatte zwischendurch mal so die Heilpraktikerphase. Die hat sich dann so ein bisschen im Sand verlaufen. Warum gerade Heilpraktikerphase? Weil ich da so meine Zeit hatte und meine Berührungspunkte hatte und gemerkt habe, wie sehr es mir geholfen hat. Und dann fand ich es einfach total spannend, sowohl für mich selbst als auch grundsätzlich. Dann lass uns gemeinsam auf deinen nächsten Song draufhören. Let's do it. Der kommt hier. Hast du die eigentlich ausgesucht, die Songs? Alle selbst, ja. Okay. Yes, of course. Den kannst du... Ich wollte gerade sagen, den kannst du spielen und singen, ne? Richtig. Wer ist denn? Lucas Graham? Lucas Graham, genau. Seven Years heißt er. Fällt dir das leicht, solche Songs zu lernen, dann auch mitzuspielen? Oder ist das dann wirklich, dass du dich hinsetzen musst und diese Dinger dir reinprügelst? Oh, das kommt immer ganz drauf an, ganz auf den Song an. Also bei dem Song ging es jetzt relativ zackig. Da schnappe ich mir die Gitarre, suche mir die Chords raus und dann jamme ich einfach irgendwie 5 bis 10 Minuten. Dann passt es eigentlich. Aber es gibt auch manche, wo man dann so irgendwie 15 Minuten
oder eine halbe Stunde dran rumbastelt und merkt, ach, lass es einfach. An welchem Song verzweifelst du noch, wo du sagst, den kriege ich niemals hin? Boah, fällt mir spontan jetzt gerade nicht ein. Ich sitze jetzt gerade aber in Circles von Post Malone. Ah, okay, auch so mit dieser leichte Schrebbel-Gitarre, die er da drin genau, hat. Genau. Ja. Lustigerweise bin ich auf den Song gekommen, weil ich gerade dein Tinder mit Jamul gesehen habe. Und das war der stimmt, da war der mit dabei, da hast du recht, richtig. Genau. Um auf den so ein bisschen auf diesen Inhalt von Lucas Graham und Seven Years zurückzukommen, da geht er ja so seine ganzen Lebensjahre und so ein bisschen reflektierend auch durch und guckt da schon mal auf das Leben drauf. Du bist jetzt tatsächlich am Schauspielern, seit du 9 bist, ne? Du hast ja vorher auch schon in Kinderfilmen mitgespielt oder wo auch jüngeres Publikum noch dabei war. Yes. Vor wem hast du mehr Angst, wenn Leute dich bewerten oder wenn die deine schauspielerische Leistung sehen? Vor den ganz Jungen oder eher vor den älteren Leuten, die sich jetzt vielleicht einen Tatort oder irgendeine Netflix-Serie angucken? Boah, tatsächlich von niemandem so richtig, weil mir tatsächlich die Meinung von anderen diesbezüglich so ein bisschen egal ist. Und ich glaube, es ist relativ wichtig, dass man sich das auch schnell aneignet, weil wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst, was Leute so von dir denken, hast du irgendwann, glaube ich, ein kleines Problem. Vor allem, wenn du deine Stimmung und Co. davon abhängig machst. Kriegst du das dann auch hin, wenn du sagst, du versuchst es auszublenden oder das ist dir gar nicht so wichtig, jetzt auch auf deine Musik bezogen, da gibt es ja dann auch, du kannst Kommentare lesen, du kannst Dinge lesen. Gibt es so einen Punkt, ab dem Kritik zu dir durchkommt oder hast du das so für dich gelernt, dass du sagst, das kann ich so ganz abschirmen? Doch, es gibt schon Punkte, wo Kritik zu mir durchkommt. Aber eher aus dem Grundsatz nicht. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich bin ein Mensch, der sehr motiviert ist und ich verstehe einfach nicht, warum es Leute gibt, die sich die Zeit nehmen, sich hinzusetzen, um proaktiv dir zu sagen, wie scheiße sie dich finden. Das kann ich halt dann einfach nicht so richtig verstehen. Aber ich beschäftige mich damit nicht so richtig. Ich versuche, zumal es also gerade bei der Musik zum Beispiel so war und deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis wir dieses Album jetzt fertig hatten, dass mir einfach wichtig war, dass ich zu 100% hinter diesem Produkt stehen kann und zu diesem Album und hinter dieser Musik und hinter meinen Geschichten, dass es am Ende des Tages eigentlich egal ist, ob Leute das jetzt mögen oder nicht, weil ich damit einfach happy und zufrieden bin. Du hättest es sogar okay gefunden, wenn alle Videos, die jetzt auch mit deiner Musik erschienen sind, also die YouTube-Videos und so, keine Ahnung, bei 500 Klicks geblieben wären. Das wär auch okay gewesen? Das wäre tatsächlich traurig gewesen, aber es wäre okay gewesen. Es wäre okay gewesen, ja. Das ist, finde ich tatsächlich, also ich kenne das ja bei Interviews mit Klickzahlen genauso. Man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung und wenn es dann so gar nicht in die Richtung kommt, dann denkt man sich schon, woran hat es gelegen, so nach dem Motto. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, das fragt man sich danach immer, woran es gelegen hat. Ich verstehe voll, was du meinst. Nein, klar, natürlich ist es da, dass man auf die Zahlen guckt und dass man guckt, okay, und wie läuft das jetzt im Gegensatz zu dem? Aber ich merke ganz schnell, dass das nur für eine ganz kurze Zeit. Das ist meistens so die erste Woche, während ein Song rauskommt. Selbst wenn es nur 10 Leute sind, die das so krass abfeiern, dann ist das doch auch geil am Ende des Tages. Okay, ja, also ja. Ich freue mich auch, wenn 10 Leute das hier angucken, dann wäre es ja. Okay, nächster Song für dich kommt hier. Alright. Da bin ich sehr gespannt. Bin nicht so drin in marokkanischer Musik oder mit Künstlern und Künstlerinnen, die aus Marokko kommen, aber ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Nayat Atabou oder so. Ich habe ein bisschen drum recherchiert, relativ bekannte Künstlerin in Marokko oder aus Marokko auch. Hat dann auch teilweise ist in Frankreich dann auch aufgetreten und war da auch größer. Ja, ich kenne es leider nicht. Ich kenne es leider nicht, aber für mich hat die Musik sehr, sehr viel mit meiner Jugend zu tun und wie ich aufgewachsen bin und wo meine Mutter aufgewachsen ist und mit meiner Familie in Marokko. Deswegen ist es für mich definitiv ein Herz in diesem Falle. Höre aber selbst keine arabische Musik.
Du hast ja in Roter Sand hast du ja so ein bisschen diese Geschichte mit aufgegriffen, wie deine Mama ihre, ich nenne es jetzt einfach mal, Tour aus Marokko nach Berlin gemacht hat, ihre Reise auf sich genommen hat. Und das ist ja nicht so, was man dann irgendwie wahrscheinlich mal so nebenbei erfährt, dass sie das getan hat. Hat sie dir irgendwann mal ihre ganze Geschichte erzählt und sich mal hingesetzt und gesagt hat, schau mal, so und so ist das damals gewesen? Ich habe über all die Jahre immer nur so Bruchteile erfahren und nie so richtig die ganze Geschichte. Und dann saß ich in Norwegen mit meinem Team, mit den Truva-Jungs und Shimaede und Laszlo. Und wir fingen an, irgendwie am Klavier zu spielen und kamen dann auf das Instrumental. Und dann war irgendwann relativ klar für mich, was das für ein Song werden soll. Und dann haben tatsächlich Shima, Laszlo und ich uns in die Küche gesetzt und mit meiner Mom telefoniert. Und uns mal so erzählen lassen. Und das war lustig, das war für mich auch total erschreckend, weil sie so das erste Mal wirklich alles erzählt hat. Und ich saß dann, wir saßen dann da alle mit Tränen in den Augen, weil da einfach Geschichten dabei sind, die sind wirklich unfassbar. Und deswegen war klar, okay, das ist ein Song, der sagt viel, viel mehr als nur ihre Geschichte. Es geht um Emanzipation, es geht um Kulturenclash, um an Träume glauben und nicht aufzugeben. Es geht darum, es geht da um so viel mehr und um nicht nur die Geschichte von dieser einen Frau, sondern auch um die Geschichte von vielen anderen Frauen. Okay. Nächster Song für dich kommt hier. Yes. Oh shit. Ja, da wusste ich, dass was passiert. Dickes, fettes Herz. Genau. Relativ neuer Song von ihm. Kannst du aber nicht so hier. Quarantine Bay heißt er und der ist von Shimaede. Ne? Shimaede. Ihr kennt euch sehr, sehr gut, weil er auch in deinem Team mitgearbeitet hat oder mitarbeitet und ihr auch zusammen an Musik arbeitet. Ne? Richtig. Du hast das mal tatsächlich gesagt, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis du so dein Team um dich gefunden hast. Korrekt. Mit wem du gerne Musik machst und mit wem du auch zusammenarbeitest. Wie hast du die gefunden? War das so ein Zufall oder war das tatsächlich eine bewusste Suche? Ich möchte Menschen finden, mit denen ich das tun kann. Es war so eine Mischung aus, ich glaube, es war ein bisschen geplant von Konrad, von meinem Labelchef. Es war halt so, wir saßen am Tisch und wir hatten darüber gesprochen. Ich hatte ihm meine Musik vorgespielt, dann haben wir uns das zweite Mal getroffen und er hat gesagt, ja, ey, ich hätte Bock, was mit dir zu machen, aber wir müssen da einfach, da muss noch ein bisschen was passieren. Und demnach wurde mir dann auch erstmal so ein Session-Marathon zusammengelegt in meinem Kalender. Und ich war, glaube ich, ein halbes Jahr ungelogen, jeden Tag, vielleicht mal einen Tag frei, im Studio mit irgendwelchen Musikern. Und jeden Tag andere Leute. Und habe halt erstmal irgendwie ein Jahr lang nur geschrieben mit allen möglichen Menschen. Es war die wahrscheinlich anstrengendste Zeit in meinem Leben, weil dieses andauernd sich auf neue Leute einstellen, immer wieder sich öffnen und seine Geschichten erzählen und dann gleichzeitig aber viben und mal überhaupt nicht viben und mal so ein bisschen viben und mal denkt man, jetzt hat es richtig geil geviped und dann zeigt man den Song und alles und so, geht so. Wie stellst du für dich sicher, dass du sagst, das ist meine Musik, gerade auch wenn andere Leute daran beteiligt sind oder Leute daran mitgeschrieben haben? Naja, erstmal war ja von vornherein gar nicht klar, was meine Musik ist und das war erstmal ein großer Teil, um dahin zu kommen, was ich für Musik machen möchte, und zwar rauszufinden, das ist ganz interessant, rauszufinden, was man nicht für Musik machen möchte. Ich gehe total gerne nach diesem Prinzip, weil es ist besser, einfach die Sachen auszuprobieren und sagen, das ist es nicht, dann kannst du das schon mal wegschieben und kannst dich bei den nächsten Sachen umschauen und damit machst du die Auswahl einfach kleiner. Und deswegen war es erstmal eine Findungsphase musikalisch. Wie klingt Emilios Musik überhaupt? Ja. Was für einen Wortschatz benutzt Emilio? Welche Wörter benutzt er? Auf gar keinen Fall. Wir haben Songs, wenn ich dir die vorspiele, dann fällst du vom Glauben ab. Also wir sind von Super-Rap zu Agro-Rap zu übertrieben Schlageresk zu, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und daraus hat sich irgendwann der Stil, den ich jetzt fahre, entwickelt. Und ich stelle halt für mich klar, ich bin am Ende des Tages derjenige, der eine Session leitet, ich bin derjenige, der reinkommt und sagt, hey, passt auf, es gibt diese und diese Geschichte, über die möchte ich gerne schreiben, oder ich habe schon einen Bruchteil vom Song, oder ich habe schon eine ganze Strophe und eine Hook, oder ich habe eine Hook, oder ich setze mich ans Klavier und fange an zu spielen und ich leite alles und für mich ist ganz klar, was ich halt eben möchte und was ich nicht möchte, das heißt, alles, was in diesem Raum passiert und jeder Input, der von anderen kommt, kann ich ganz klar
sagen, okay, das nehme ich jetzt an, das finde ich nice, lass uns das mit reinpacken oder nein, auf gar keinen Fall, das machen wir nicht. Wie stehst du dann Leuten gegenüber, die dir sagen würden, keine Ahnung, Musik ist nur das, was man sich selber oder seine eigene Musik ist nur das, was man sich selber mit seiner Gitarre irgendwie im Studio überlegt hat und was man selber zusammengefrickelt hat und nicht, wo so viele Leute in irgendeiner Weise daran beteiligt waren? Dann würde ich sagen, ja, ist doch schön, dass du diese Meinung hast. Ja, das ist wieder oder dieser ich würde ihm einen Song vorspielen, den ich alleine auf der Gitarre gespielt habe. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja. Das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist einfach, ich mache gerne Musik. Ich bin gerne unter Menschen und ich bin gerne unter Menschen, die ich mag. Und ich bin gerne mit Menschen zusammen, die einfach übertrieben krasse Musiker sind und einfach krass talentiert sind. Und es macht viel mehr Spaß, als mich alleine in den Keller zu setzen und zu sagen, oh, jetzt mache ich hier das alles ganz alleine. Und es ist ja auch immer, man findet es ja bei dir auch leicht, unter deinen Videos steht drunter, wer daran gearbeitet hat, wer mitgetextet und produziert hat. Okay. Und es ist trotzdem ich lasse mir nichts schreiben. Es ist nicht so, dass ich sage, hey, schreibt mal 10 Songs und dann gucke ich, welcher mir gefällt und dann singe ich den. Das ist halt einfach, deswegen ist es für mich immer noch, meine Platte bin ich und nicht die anderen 4 Leute im Raum. Sie gehören dazu, aber ja. Nächster Song für dich ist der hier. Yes. Was ist das? Wenn ich dir jetzt sage, in welchem Film er ganz am Ende war, dann kennst du ihn bestimmt. Warte, lass mich kurz weiterhören. Ich kann die Band sagen. Das sind die Pixies. Kenn ich nicht. Where is my mind? Und der ist schon deutlich älter, der Song, aber ganz berühmt wurde er nochmal in der Abschlussszene von Fight Club. Oh, ich habe den Abspann leider nicht im Kopf. Aber okay, das sagt mir. Okay. In der letzten Szene fängt das dann an und dann geht es in den Abspann rein. Wie würdest du ihn jetzt, ich nehme alles zurück, was ich vorher erklärt habe, wie würdest du ihn jetzt rein bewerten, wenn du ihn jetzt nochmal gehört hast? Einfach nicht mein Musikgeschmack. Und es gibt ja, also Brad Pitt spielt ja auch eine der größeren Rollen da und es gibt diese süße Geschichte, die ich dann doch immer noch schön finde, dass du hast mal gesagt, du willst ein Fan werden wie Brad Pitt. Und Fan, genau, dachtest du, heißt Schauspieler, ne? Genau, ich habe immer zu meiner Mama gesagt, irgendwann werde ich ein Fan wie Brad Pitt. Wann hat sich dieser Irrtum aufgeklärt? War das deine Mutter, die das dann gemacht hat oder wollte sie dich nicht verletzen? Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, meine Mutter hat das nie aufgeklärt. Ich habe es einfach irgendwann so, ich weiß so mit 18. Nicht, aber wahrscheinlich stand ich so in der Schule und die so, ein Schauspieler, und haben das Wort erklärt und ich so, Moment mal ganz kurz, warum sagt keiner was, das ist doch falsch, das heißt doch Fan. Und musste das dann so ein bisschen selbst rausfinden. Meine Mom hat es auf jeden Fall nicht aufgeklärt. Wen würdest du grundsätzlich als deinen Lieblingsfan oder Lieblingsschauspieler in dem Fall dann bezeichnen? Wow, oh, so schwer. Momentan ist es tatsächlich, wie heißt sie denn? Wie heißt sie von Midsommar? Die Hauptdarstellerin. Weiß ich leider auch nicht. Kino und Film, wie? Bist du besser drin als ich. Florence Puck. Florence Puck, Pick. Die ist toll. Die finde ich ganz, ganz toll. Momentan, aber natürlich sonst auch alle anderen. Leonardo, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch. Es gibt so viele. Ich habe bei Jake Gyllenhaal, ich nenne es jetzt mal, dass du da einen kleinen Crush drauf hast, habe ich auch gesehen. Und ich habe mal recherchiert tatsächlich, musikalische Ambitionen oder so hatte er noch nie, aber er hat auch in ein paar Musikvideos mitgespielt. Unter anderem, ich glaube, bei Jamie Foxx und T-Pain war dabei, Vampire Weekend und so. In einem Musikvideo hast du noch nie mitgespielt, oder? Ey, ich habe schon in einem Musikvideo mitgespielt. Oh, dann? Das habe ich noch nicht gefunden. Also von mir selbst natürlich ein paar. Ja, okay, das. Die würde ich jetzt mal ausklammern. Ich habe im Musikvideo von Contra K mitgespielt. In vor, welchem? Oh Gott, 4 oder 5 Jahren. Hassliebe heißt es, glaube ich. Und da habe ich einen seiner Jugendfreunde quasi gespielt. Aber Contra K wusste ich noch nicht. Können wir jetzt in deinen Wikipedia-Artikel mit dazu hinfügen? Könnt ihr euch das Musikvideo einfach anschauen? Meine Faust zusammen, meine Adern wollen explodieren. Kopf voll Widerstand, behalte Distanz, bleib weg von mir. Das ist auch echt gut geworden, würde ich sagen. Das ist lange her, ey. Wahnsinn. Ja. Ich habe noch einen letzten Song für dich. Okay. Das ist dieser hier. Ich schaue im Spiegel, fange zu lachen. Schau nach oben, danke für die ganze.
ich schon Spiegel, fang zu lachen. Schau nach oben, danke für die Gabe. Swayze, oder? Ja, genau, zusammen mit Dardan, aber das ist jetzt der Part, den habe ich extra. Ah, ist das der neue Track von denen? Ich habe viele heißt er, ja. Den hab ich gehört. Herz. Okay. Hast du tatsächlich, wenn wir bei Wessel bleiben, hast du ihn vor der Geschichte, wo ihr ja beide mitgespielt habt, bei 4 Blocks schon gekannt oder hast du ihn dadurch dann auch erst musikalisch kennengelernt? Ich kannte ihn überhaupt gar nicht. Nein, ich kannte ihn überhaupt nicht. Habe ihn dann dadurch erst kennengelernt und es ist total interessant. Kann mich noch erinnern, wir haben so viele Gespräche gehabt, wo wir über Musik gesprochen haben, weil ich war da gerade so am Anfang meines, okay, jetzt will ich wirklich safe Musik machen. Und er erzählte dann immer so viel und wie ich das machen soll und was ich auf keinen Fall machen soll. Dann hatten wir uns noch über Deals unterhalten. Also es war super spannend. Und dann ist er ja, dann ist ja alles explodiert bei ihm mit der Serie zusammen. Und ja, ich kannte ihn davor nicht. Kannst du dich noch an euer erstes Aufeinandertreffen erinnern? War das dann bei einem Casting oder bei irgendwo, wo ihr euch mal dann mit der ganzen Crew getroffen habt? Oder war das tatsächlich erst in irgendeiner Weise am Set mal? Es gibt ja immer, wenn man einen Film dreht oder eine Serie dreht, gibt es immer eine Leseprobe. Da sitzen dann immer in einem riesigen Raum mit einem riesigen Tisch und vielen Stühlen sitzen dann alle Hauptdarsteller, Regisseur, und Produzenten am Tisch und man liest gemeinsam das Drehbuch laut. Das heißt, jeder liest seine eigenen von seiner Rolle die Sätze laut und der Regisseur oder Produzent liest meistens dann die Regieanweisung. Hat er bei dieser Leseprobe, ich nenne es mal, auch schon so performt, wie er das dann auch in der Serie getan hat? Also holt man dann auch direkt alles so genau so raus und ich will jetzt nicht sagen, schreit man sich da im Raum gegenseitig an, aber ist das dann auch so? Das macht jeder ein bisschen anders. Ich persönlich bin immer tatsächlich, ich chill immer ein bisschen, ich lese einfach nur normal runter, aber doch manchmal, und dafür ist es ja auch da, die Leseprobe, manchmal geht man dann schon ein bisschen tiefer in der Szene, um eben rauszufinden, passt das, wie das geschrieben ist, passen die Sätze, macht das Sinn? Gerade bei 4 Blocks war das super wichtig, weil es da einfach viele Themen, viele Sachen, die mit den muslimischen Themen zu tun hatten oder mit irgendwie Großfamilien oder einfach der arabischen Kultur, kann mich erinnern, so viele Sachen, die wir ändern mussten, weil es dann hieß, das würde er niemals zu dem sagen und der würde niemals so mit ihm reden und bla. Hast du dann, was ich für mich so gefragt habe, hast du dann, als du dann gesehen hast, Wessel und auch Massiv und so spielen mit, hast du dann angefangen, auch zu Hause mal zu googeln, wer ist das eigentlich alles und mit wem spiele ich da und bist dann auch auf die Musik letztendlich aufmerksam geworden? Ohne Scheiß, ich bin zum Warm-up gekommen, fährt einfach so ein richtig krasser, breiter, großer Typ mit seinem Audi an, steigt da aus und läuft mit mir so ins selbe Gebäude und ich merke schon so, also könnte schon passen, dass er auch irgendwas hier mit könnte, das war dann Massiv. Okay. Emilio, vielen herzlichen Dank für Songtindern. Merci, ich danke. Ja, da nicht für. Ich habe am Ende immer noch eine Sache, die in den Videos vorkommt. Okay. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du vielleicht völlig unfreiwillig und ohne, dass ich dich direkt darum gebeten habe und dass du das ganz freiwillig machst, noch darauf hinweisen möchtest, dass man diesen Kanal abonnieren kann. Ich möchte freundlich darauf hinweisen, und zwar wirklich nicht, weil ich danach gefragt wurde. Ich habe das nie erwähnt. Ich das wirklich persönlich einfach, ich habe es im Internet gelesen, dass es geht, ne? Ich auch. Irgendwie sowas. Auch. Das heißt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr diesen Channel jetzt abonnieren, korrekt? Und dann kriegt ihr quasi immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Das sprichst du ein ganz, hab ich gehört. Absolut richtig, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Die Glocke ist nämlich auch noch super wichtig, weil sonst kriegt man nicht die Benachrichtigung, dass da ein neues Video online gekommen ist. Die Glocke ist eigentlich das Wichtigste. Also eigentlich nur die Glocke. YouTube aber Masterclass halt 2.0. Weil die zwei Klicke machen jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Das also nein, auf jeden Fall Channel abonnieren, Glocke aktivieren. An euch nochmal die Bitte, wenn ihr gerne kommentieren möchtet, in welchem Video du mal eine schauspielerische Rolle übernehmen kannst, neben den Contra-K-Videos, dann tut das auch bitte. Ich sage vielen herzlichen Dank für Songtindern und wünsche weiterhin sehr viel Erfolg mit der Musik und dass doch mehr als 500 Leute auf die Videos klicken, aber ich glaube, es funktioniert. Ja, hoffentlich. Merci, Digi. Vielen Dank. Perfekt. Merci, ciao.